Dieses Video wird präsentiert von GamesPlanet. Für weitere Informationen schaut in der Videobeschreibung vorbei. Eins hochgehen, weil das bedeutend günstiger ist. So. Auch wenn dann die ganze U-Bahn immer hoch, runter fährt, aber das interessiert die eigentlich nicht. Okay. Wir haben nicht mehr viel Geld. Ja, da ist es nämlich schon vorbei mit Geld. Scheiße. Okay, lässt sich machen. Wir lassen einfach mal das Spiel weiterlaufen. 1000. Oh. Ja, gut. Ah, wir kriegen einen Zuschuss von 3000. Das ist natürlich cool. Ja, die bekommt man manchmal. So, und ich zeige euch jetzt nämlich einen ganz witzigen Trick, den man anwenden kann, wenn man kein Geld in der Tasche hat und eine U-Bahn baut. So mache ich das zumindest immer. Pass auf, ich baue jetzt erstmal das Stückchen hier. Und jetzt gehe ich in den U-Bahn-Tab und erstelle die Linie, füge eine neue Haltestelle hinzu, gehe wieder in die Untergrundansicht und setze jetzt hier die ganzen Dinger hin. So. Blub, bis da. Und das Ganze wieder zurück. Okay, und jetzt lasse ich die Linie nämlich einfach anlaufen. Und dadurch fahren die ersten Leute damit und man verdient Geld. Ganz einfach. So ist zumindest meine Theorie. Okay, ich muss ein Fahrzeug auf die Linie setzen. Nehmen wir natürlich das Größere, weil, das ist die Brotzeitschachtel. Die Dinger fahren wirklich in Berlin. Aber nur 40 Leute. Und das Ding hat schon 58, das heißt, wir werden das natürlich nehmen. Das Arnold Borte. Kosten das 1400. Lass mal nochmal fast forward. Oh Gott. Kriege ich das jetzt nicht rein, oder was? Ich muss mehr verdienen. Ich muss mehr verdienen. Ah, Fahrzeugvariante. Oh, das wusste ich gar nicht, dass man das hier machen kann. Das ist neu. Das ist ein Update. Ah, guck mal. Das wusste ich gar nicht, dass das geht. 4-Wagen-Zug. 6-Wagen-Zug. 60. Ja, gut. Oh, fuck, Alter. Ich brauche noch ein Darlehen. Das ist leider so. Kann man hier noch eins? Ja. Oh, nee, das sind nur 9000. Monatliche Tilgung. Ah, das ist weniger. Okay. Okay, 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 okay. Das ist echt neu. Das habe ich vorher noch nicht gesehen. Okay, wir wählen uns jetzt mal das Fahrzeug aus. Hä? Ah, warte mal. Aber ich habe nicht das, ne? Ich habe was anderes. Ah, mehr Geld. Siehste mal. Dachte ich es mir doch. Irgendwas anderes habe ich erfüllt. Aber nicht das, was ich erfüllen sollte. Okay, lass mal die mal anlaufen. Dann gucken wir mal, wo das Fahrzeug ist. Da ist unsere Brotzeitschachtel. Wie sie anrollt mit 6 Wagen, so wie ich es ihr gesagt habe. Und die müssten jetzt anfangen, Geld zu produzieren. Und die hupt jetzt die ganze Zeit rum. Und ist verdammt schnell. Und da sind schon die ersten Leute an der Station. Und wie man sieht, die kommen hier tatsächlich reingerannt. Und stehen dann hier unten rum. Und steigen ein und rennen durch die Gegend. Okay, ich baue die Linie mal gerade zu Ende. Lass währenddessen das Spiel auf 2 weiterlaufen, damit wir schön weiter Geld verdienen. So, jetzt haben wir hier einen Fluss. Unter Flüssen kommt man normalerweise nur auf Stufe 3 durch. Das heißt, ich gehe jetzt hier runter. Und höre direkt an der Flusskante auf, weil dann kann ich mich wieder auf 1 hochgehen und mich dann hiermit verbinden. Und damit habe ich wieder verdammt viel Geld gespart. Okay, das ist es schon. Das war die Strecke, die wir brauchten. Das heißt, ich sage jetzt hier Haltestelle hinzufügen. Und zwar hier. Und zwar hier auch noch. Und dann die. Und dann die. Und damit... Oh. Hups. Ich habe da etwas vergessen. Momentchen. Okay. Haltestelle hinzufügen. Haltestelle hinzufügen. Da. Und damit haben wir unsere Vorgaben erfüllt. Ich bin sprachlos. Toll, 2500 haben wir bekommen. Noch ein Bus hatte eine Panne. Okay, wir schalten mal wieder in den Untergrund-View. Oh, jetzt habe ich hier meinen Fokus verloren. 63 Leute. Wisst ihr, was ich meine? Wisst ihr es jetzt? Okay, ich brauche ein paar mehr Fahrzeuge auf dieser Linie. Da hinten ist die 1.
41. Läuft. Was habt ihr jetzt? Die U-Bahn macht sich extrem gut, wie ich sehe. Jetzt müssen wir nun ein paar Linien zufangen, um die Passagiere zu den Endstationen der U-Bahn-Linie zu transportieren. Können Sie bitte in jedem eine Bus- oder Straßenbahnlinie anfügen? Natürlich, ich kann schon. Nur ich mache jetzt erstmal hier mit Geld. Oh. Okay. Okay. Ja, ist okay. Großartig. Jetzt werden die Passagiere nur so von den U-Bahnen strömen. Unsere Netzabdeckung ist extensiv und lückenlos. Diese neuen Gebiete sind der folgende Ergänzung für Nahverkehrnetz. Entschuldigung. So, dann setzen wir mal ein neues Fahrzeug auf die Schienen. Wir haben ja das Money dafür. Ich lasse jetzt mal vorrollen, bis der wieder hier ist. Und dann gibt es noch ein neues. Und dann gucke ich mal, weil, ja. Problem ist ja, da passen nur 60 Leute rein. So mache ich jetzt übrigens immer. Ich konzentriere mich auf einen Punkt. Und bis das neue Fahrzeug da ist, dann gibt es ein neues. Und dann fahren die in einem regelmäßigen Abstand hoffentlich. Ich kriege die Leute nicht weg. Ja, und neues. Und noch neues und dann müssten wir es haben. 107. Alter. Ach Mann. Ich werde doch hier gemobbt, ey. Ich krieg die Leute nicht weg. Tja. Dafür müsste ich jetzt aber ein riesengroßes Plus machen. Ich weiß es nicht. Na gut. Gehen wir mal aus dem View raus. Und wie man sieht, hier hat sich jetzt schon ein verdammtes Eisenbahnmetropol aufgebaut. Guck mal, wie viele Autos hier sind. Raus aus der Schuldenfalle. Zahlen Sie die Höhe von 10.000... Ah, okay. Habe ich jetzt schon einen Schuldenberg wieder los, oder was? Nee. Darlehenshöhe, 700... Ah, da. Übriges Darlehen. 20.000. Ne, kann ich keins von abzahlen. Ups. Ja. Das rödelt sich jetzt gleich. Pass auf. Das geht jetzt gleich. Das ist verdammt schief. Ah, guck dir mal an, wie viele Leute fahren wollen, Alter. Weißt du, was ich jetzt einfach mache? Ich gehe jetzt einfach mit dem Gehalt von den Leuten etwas runter. So. Boah, bin ich fies. Okay. Man könnte auch die Preise höher setzen, dann wollen weniger Leute mitfahren. Das geht auch. Finde ich aber blöd. Und ich speichere nochmal, weil das Ding hat keinen Autospeicher. Zumindest habe ich keinen eingebaut. Naja, so, fortsetzen. Ja, wir haben gerade nichts zu tun, kann das sein. Guck mal, wie viele böse Gesichter da rauskommen. Ach du Scheiße, 166! Willst du mich verarschen? Ah, 128. Scheiße. Ja gut, dafür geht auch hier... Oh, die Stimmung geht runter. Wir brauchen mehr Fahrzeuge auf den Linien. Ich habe jetzt einfach mal gespammt. Sollte wieder ein wenig was helfen. Hotel-Hotline. Seit die U-Bahn so viele Besucher in die Stadt bringt, haben die Hotels der Stadt Hochkonjunktur und mehr Kunden als üblich. Wir sollten aus ihrem Erfolg Kapital schlagen und direkte Linien zu jedem Hotel bauen. So können wir uns einen Teil der Gewinne sichern. Letztendlich haben sie nur wenig. Nur wegen uns so viel Erfolg. Das eine Hotel ist angebunden, oder? Nein. Shit. Lässt sich aber ganz simpel machen, indem ich nämlich jetzt einfach hier eine Haltestelle hinsetze. So, und... So, und der Linie 4 sage, du hältst jetzt da und da. Damit ist das eine angeschlossen. Und da ist noch ein Hotel. Und hier sage ich jetzt einfach neue Haltestelle. So, und das bekommt die Linie 1. Null Passagiere befördern. Okay, das hat schon mal funktioniert. Wir brauchen mehr Straßenbahnfahrzeuge. Wir kommen nicht weiter. Straßenbahn. So. Hab jetzt nochmal ein paar gekauft. Die spawnen jetzt alle. Ich krieg die Leute nicht weg, ey. Ach du Scheiße. Okay.
Ja gut, jetzt muss ich nur noch Passagiere dahin befördern. Gucken wir nochmal da. Oh, die Busse gehen alle kaputt, Alter. Keine Ahnung. Oh, mein Hals. Oh, ich muss nochmal was trinken. Was ist denn los heute? Ja, ich habe das Blinken gesehen. Ich lasse ihn gerade noch laufen. Warte. Okay. Hier ist nochmal Hans. Entschuldigung, aber ich muss Sie erneut um Ihre Hilfe bitten. Wir veranstalten in der Innenstadt ein internationales Pfadfinderlager. Vielleicht können Sie es einfach zu erreichen machen, damit unsere ausländischen Gäste sich nicht in unserer schönen Stadt verlaufen. Idiot. Ihr macht da ein Nachtlager oder was? Gott, seid ihr dämlich. Pfadfinder. So, was machen denn die U-Bahn? Ach du Scheiße. Okay, ich guck mal in das Statistik-Dingens. Ich habe nämlich das installiert, das ist nicht mit drin. Ich guck mal bei den U-Bahnen. Die müssten doch eigentlich ohne Ende Plus machen. Hier, guck dir das mal an. Alles Plus. Ja, ja, sehr schön. Das ist gut. Das ist immer gut. Hups, das wollte ich gar nicht. Ich speichere nochmal. Nur so aus Spaß. Station Charité. Ach, das ist die Charité Berlin. Ah, das ist das Krankenhaus. Guck mal, hier stehen schon die U-Bahnen. Ja, wir haben immer noch das Problem, dass zu viele Leute da sind. Wir spielen die Kampagne, das heißt nicht wundern, dass ich hier kein wirkliches Ziel habe, sondern nur auf das Spiel höre. Das hat schon so seinen Grund. Man sieht, langsam zeigt sich das Problem der Straßenbahn. Wenn Straßen voll werden, kommen die nicht mehr... Scheiße. Kommen die nicht mehr durch. Übrigens, die meisten, die hier stehen, wollen eigentlich nach da. True story, bro. So, das heißt, wir brauchen bedeutend mehr Straßenbahn. Ich bin noch nicht dazu gekommen, das zu modden, deswegen tut mir das leid, nicht genug Geld. Scheiße. Fick. Okay, mach das mal wieder zu. Vielen Dank für die gute Tat. Unsere Kinder werden sicherlich von unserer schönen Stadt beeindruckt sein. Vielen Dank, Alter. So, hätten wir das auch. Haben wir eine Hauptmission? Ja, aber keiner will dahin. Du hast gelogen. Der Typ hat ja gesagt, hier, da. Jetzt auf Pause drücken! Okay. Ne? Okay. Nee, du. Da will irgendwie keiner hin. Keine Ahnung warum. Warum ist meine Stimme wieder weg? Es ist immer noch der gleiche Abend, an dem ich aufnehme. Ach du Scheiße. Ja. Aua. Okay, gesund ist das nicht. Was hier passiert. Warum will keiner zu den Hotels? Fahrt doch einfach mal dahin. Oh, es ist wieder schon wieder ein Jahr vorbei. Schlecht. Mhm. Ach du Scheiße. Guck, hier ist einer kaputt gegangen. Dann rauchen die so. Und der steht im Weg rum. Den kann man aber ganz einfach raussortieren. Wenn man den nämlich anklickt, wird der hier direkt ausgewählt. Und jetzt schmeiße ich den einmal neu rein ins Rennen. Und dann fahren die weiter. 132, Alter. Ich finde, die sind alle voll. Scheiße, ey. Okay, zu den Hotels will aber wirklich keiner. Ist ja grausam. Fahrt doch mal dahin. Steigendes Ansehen. Ich denke, unsere Netzabdeckung ist jetzt ziemlich gut. Als nächstes müssen wir unser Ansehen steigern. So können wir die Leute am einfachsten überzeugen, unsere Dienstleistungen anzunehmen. Wir sollten unsere Darlehen tilgen, die Gehälter erhöhen und vielleicht sogar eine Werbekampagne zur Steigerung unserer Reputation starten. Firmenreparation 80%. Ach du Scheiße. Darlehen, haben wir denn noch irgendwie übrig? Alter, Busse gehen hier. Oh, Straßenbahn. Das ist nicht gut. Wenn Straßenbahnen kaputt gehen, ist scheiße, weil die stehen lange. Egal. Was haben wir denn hier? 15.000, 30.000. Ach, der Scheiße. Jetzt gehen hier alle Straßenbahnen einmal kaputt, oder was? Ach, du Scheiße.
Schulden bis zum Hals. Zahlen Sie die Schule von 20.000 monatlicher Zahlung zurück. Ja, ist ja gut. Wie lange laufen die denn noch? Monate übrig, 51. Also noch ganz schön lange. Okay, ich möchte eine Firmendingens starten. Das ist sauteuer und ich muss auf 80% kommen. Das ist da. Da irgendwo. Scheiße. Okay, man kann eigentlich relativ viel mit einer Werbekampagne schaffen. Dafür muss ich aber jetzt mal gerade gucken, dass ich die kriege. Die können nämlich verdammt teuer werden. Hier treffe ich mehr Leute, ne? Ja. 10.000. Ach, du. Ich mache 82 im Monat. Toll. Transportmagnat. Transportieren Sie 10.000 Passagiere. Ja, das war ja auch nicht schwer bei den Massen, die hier wollen. Ach du Scheiße, ich habe alles wieder abgezogen bekommen durch die Rückzahlung. Moment. Ich habe eine Idee. Wir müssen mehr Geld machen. Das heißt, Gehälter, die sind schon ziemlich tief. Wenn wir mal die Haltestellenkosten runtersetzen. So. Das ist zwar scheiße für die Dingens, aber wir nehmen mehr Geld ein. Scheiße, die U-Bahn haben bis jetzt noch nicht so viel gestreikt. Die haben gestreikt ohne Ende. Ja, und da ist man schon im Roten und das ist nicht gut, im Roten zu sein. Oh, ein Flugzeug. Guck mal hier, wenn man da drauf klickt. Hallo? Hallo? 106 Sicherheitsgurte angeschnallt letzten Monat. Das Flugzeug ist wenig geflogen. Das sag ich dir. So. Okay, irgendwas hing gerade fest. 47% haben wir momentan. Scheiße. Scheiße. Kannst du mal die Klappe halten? Unglaublich hier. Okay, geben wir mal nur 5.000 für eine Kampagne aus. Scheiße, die sind so teuer. Ich brauche das Geld eigentlich. Und es geht momentan echt runter. 5.800. Amazon. Sind wir bei 55. Und es ist nicht steigend. Ich kann auch nicht wirklich viel mehr machen. Doch, natürlich. Ticketpreise runtersetzen. Reputation, komm, geh hoch. Ja. Nein. Jetzt nehme ich nämlich auch nichts mehr ein. Landwirtschaftshilfe, schon wieder. Oft soll ich euch denn noch aus der Scheiße helfen, ey. Ah, komm, geh mal weg hier. Ich will hier wieder steigendes Ansehen haben. Ich brauche hier die Informationen, deswegen. Ich habe gerade ein so großes Minus gemacht, da komme ich nicht mehr raus. Der Monat ist jetzt wieder vorbei, pass auf. Bus hatte eine Panne, toll. Ganz toll. Okay, das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. Was machen wir denn jetzt? Und der nächste Bus ist kaputt. Wolfgang Herz, verpiss dich. Ja, meine Fresse. 48 Monate, ey. Sag mal, bei dem 9 Monate, dann ist das weg. Dann geht 1.300. Das heißt, das dauert noch ewig. Übrigens, Darlehen 11.000. Ach du Scheiße. Monatseinkommen. Gesamter Monatsgewinn. Minus 600.